Ein Schritt, mehr kann ich nicht. Ein Schritt und die Welt dreht sich. Ein harter Aufprall, ich lieg auf meinem Gesicht oder meinen Knien. Schmerz, ich fühle ihn, ich nehme ihn wahr. Das ist alles, was ich noch habe. Ein Schritt, ein einziger Schritt, den ich gehen kann. Ein einziger Schritt, in dem ich mich wie ein normaler Mensch fühle. Ein Schritt, in dem ich glaube, alles sei gut. Doch dann dreht sich alles. Ich liege auf meinem Gesicht oder meinen Knien. Und mir wird bewusst, dass ich kein solcher Mensch mehr bin. Und was ich bin, will ich gar nicht erst aussprechen, weil ich immer noch hoffe, dass es nur ein Albtraum ist, aus dem ich erwachen werde. Aus dem wohl schlimmsten Albtraum meines Lebens. Denn dieser Albtraum ist mein Leben. Ein Schritt, ein einziger Schritt, in dem mir das geblieben ist, was ich noch hatte. Meine Emotionen, die ich ausschöpfen, die ich ausleben und mit Leidenschaft an den Tag bringen konnte. Kraft und Energie. Die Energie, mich fortzubewegen und die Kraft, das auszuführen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Doch kaum mache ich den nächsten Schritt. Kaum wage ich mich an den zweiten, dreht sich alles. Ich liege auf meinem Gesicht oder meinen Knien und mir wird bewusst, dass ich all das verloren habe. Ich kann nicht gehen, ich kann diesen Schritt nicht machen. Deshalb liege ich. Ich liege und liege. Die einzige Position, in der ich den Schmerz eindämmen kann, in der ich ihn nicht vollständig wahrnehmen kann. Aber er ist da. Er ist überall in mir. Mal nimmt er die Gestalt eines starken Schwindelgefühls an. Mal ist ein pulsierender Druck in meinen Gliedmaßen. Und mal ist eine unerträgliche Schwäche, die mich zu Boden reißt. Ich kann ihn nicht loswerden. Ich kann den Schmerz nicht von mir stoßen. Er ist ein Teil von mir. Ein Teil, den ich nie haben wollte, den das Schicksal mir aufgebrummt hat. Ich liege und liege. Die einzige Position, in die ich mich hineinfliehen konnte. Die einzige Position, in der ich mir meines Elends nicht vollständig bewusst wurde. Doch es hilft mir nicht. Der Schmerz ist noch da. Dieser grausame Schmerz, der mich an meinem Schritt hindert. Ein Schritt. Wie gerne würde ich ihn ausführen. Doch ich kann nicht, denn wenn ich mich an den zweiten Schritt wagen würde, dann würde ich fallen.